Läuft. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Gut, gleich. Dankeschön. Dito. Mensch. Lange ist es her, der letzte Berlinale. Ja, lange ist her. Ich saß halt da und dachte, wer ist denn die Hübsche mit den braunen Haaren und so? Und weil ich dich immer nur mit Blond kenne. Ja. Und dann sagt dann der Kollege, als du dann schon weg warst, ja, lass mal die Sachen hier. Also, nein. Ich habe die Sachen gar nicht mehr gefunden. NRW. Echt? NRW-Empfang? Ich glaube, da war, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Gelbes Jackett oder gelben Blazer, Haare offen. Gelbes Kleid. Oder gelbes Kleid. Ah ja. Ganz glatt und Dunkelheit irgendwie so. Dunkelheit. Ja. Ja, da haben wir auch gerade gedreht, genau. Ja. Das war zwischendurch, richtig, ja, stimmt, ja. Auf jeden Fall ein toller Film geworden. Und, freut mich. Jetzt spielst du ja auch eine Polizeikommissaranwärterin, was ja eigentlich so gar nicht auch irgendwie so zu dem Typ passt. Das ist ja auch der Witz in dieser ganzen Geschichte. Ich meine, wäre das sowas für dich gewesen, so Polizeischule und so und diese harte Ausbildung? Nee, deswegen bin ich ja Schauspielerin geworden. Nee, gar nicht. Also, ich glaube, das wäre mir zu anstrengend gewesen. Also, es ist ja nicht nur die harte Ausbildung, sondern auch, was man dann alles mitbekommt und was man sieht, ne? Womit man dann auch psychisch klarkommen muss. Und ich glaube, das hätte ich nicht hingekriegt. Und du wirst ja im Film diesen großen, schmächtigen Kerl wirklich über die Schulter. Ja. War das jetzt ein Trick, ihn da irgendwie an Seite, oder war es jetzt wirklich echt? Das war echt. Wow. Gut, ne? Wie hast du das geschafft? Na du. Harte Arbeit. So gut, ja, das war schon, aber er hat auch mitgeholfen. Also alleine hätte ich das auf jeden Fall nicht geschafft. Da hätte ich machen können, was ich will. Der, nee, der ist abgesprungen und ich habe dann halt meinen Schulterwurf gemacht und er hat mitgeholfen. Das war dann ganz, ganz leicht. Eigentlich hat er die ganze Arbeit gemacht. Aber das sah echt super aus. Danke. Du hast ja wahrscheinlich auch nette Anekdoten vom Set zu erzählen, weil ich kann mir gerade vorstellen, dass bei so einer Produktion doch auch viele witzige Sachen passieren. Ja. Hast du da so eine schöne Anekdote vielleicht für mich, so von Regen, von hinter den Kulissen? Naja, also unsere Outtakes sind natürlich sehr lustig gewesen. Wir hatten jetzt einen Outtake, da haben wir 18 Minuten Material, weil wir uns nicht mehr eingekriegt haben. Wir haben die ganze Zeit nur gelacht. Und das war schon, also das war sehr witzig. Wir haben eigentlich sehr viel gelacht. Da gab es sehr viele Situationen. Wir hatten auch, wenn die zwei Alexander, also die zwei Bösen, gerade in der Villa sind und wir vor dem Safe stehen, ist der eine Alexander, der dickere, ist ein Keks. Und wir hatten halt unseren Text und es auch immer im Off hat er diesen Keks gegessen. Und es war immer so laut, dass wir uns immer totgelacht haben. Das war einfach sehr lustig. Also so eine Sachen waren das halt. Und dann haben wir uns gegenseitig angesteckt und mussten sehr viel lachen. Ja. Und don't eat yellow snow, beziehungsweise gelbes Eis. Ja. Wie witzig. Ja. ich habe mich gefragt, ob das wirklich ankommt und ob man das wirklich checkt irgendwie. Dass das jetzt der Urin ist. Aber es kommt an. Wir haben es uns gestern. An. Ja, also man kriegt es auch mit. Also wir waren gestern im Kino und haben uns mit reingesetzt. Und die haben auf jeden Fall mitgelacht. Also man hat das mitbekommen. Ja. Und hier gibt es auch einen Hund im Film, der heißt, glaube ich, Rex. Du hast ja einen eigenen Hund, der heißt, glaube ich, Sky. Und da erzählst du, glaube ich, auch mal gerne so ein paar nette Anekdoten von. Das ist auch, glaube ich, so irgendwie bei dir immer so eine, sag ich mal, so eine coole Running-Gag-Geschichte, oder? Was meinst du? Gibt es was Neues von Sky? Nee. Gar nichts. Nein. Okay, schade. Und DJ bist du auch? Ja. Ich glaube, ich habe bei den Faces Awards. Ja. Was ist das für dich sozusagen jetzt auch für eine, sag mal, so eine zweite Karriere? Was bedeutet dir das eben jetzt auch eben? Ich sag mal, so im ganzen Club, ich sag mal, das ist das Wichtigste, einen guten DJ zu haben. Weil entweder du hast einen guten DJ und die Leute gehen ab ohne Ende schon beim ersten Song oder du kriegst deine Tanzfläche nicht voll. Also quasi, wie schwer und wie leicht fällt dir das? Na, ich trete immer mit einer Freundin auf. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß. Wir sprechen uns dann immer ab und gucken, also man muss natürlich auch gucken, was es für Leute sind, worauf die gerade Bock haben, dann testet man ein bisschen an und da in die Richtung geht man dann und dann baut man das halt langsam auf. Ja, und eigentlich spiele ich sehr viele Lieder, die ich einfach selber total mag und die kommen gut an. Ja. Und auch so dieses Gefühl, weil ich meine, sonst, du bist jetzt ja noch relativ jung, geht man wahrscheinlich selber eher tanzen. Jetzt bist du diejenige, die dafür sorgt, dass die Leute eben tanzen. Ja. Also wie ist das so, diese Seite zu sehen? Das macht richtig Spaß. Also zu sehen, wie die Leute auf deine Musik eigentlich abgehen und tanzen und du sie eigentlich mitreißt, das macht Spaß zu sehen. Ja.
Emilio singt auch den Schlusssong vom Film, mhm. Die Füße. Wäre das auch für dich mal zu sagen, okay, jetzt habe ich schon DJ gemacht, jetzt singe ich auch mal vielleicht? Ja, warum nicht? Da würde ich niemals Nein sagen. Ja. Aber konkrete Ambitionen? Oder ist das nee, noch nicht. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber ich habe einfach gerade keine Zeit dafür. Super. Vielen herzlichen Dank. Danke dir.